So, willkommen zurück zu Silvershane. According to the ritual, there must be amulets. So, es ist tatsächlich mein Versuch Nummer 3 jetzt. Beziehungsweise, ich habe es schon zweimal geschafft. Und ja, ich bin gespannt, ob es diesmal klappt, weil das Spiel ist mir zweimal an der gleichen Stelle abgeschmiert, beziehungsweise nicht nur das Spiel. Der ganze Rechner ist dann neu gestartet, warum auch immer. Das erste Mal dachte ich, es ist durch ein Windows-Update, das einfach neu gestartet hat. Aber da beim zweiten Mal auch an der gleichen Stelle dann abgeschmiert ist, kann es daran eigentlich fast nicht mehr liegen. Also wir probieren es jetzt nochmal. Ist natürlich jetzt ärgerlich, dass die erste Aufnahme, die 30 Minuten gedauert hat, oder für die Folge, ja, dass das jetzt weg ist. Jetzt kenne ich mich im Prinzip hier aus und weiß, wie der Hase läuft. Wir müssen jetzt noch das erste Gegenstand runter oder den Holzbrettern. Wir müssen jetzt hier noch 3 Gegenstände für das Ritual wieder besorgen. Gleich nochmal zur Einordnung. Darunter ist dann die Brosche. Wenn wir die haben, eigentlich könnte ich gleich hier langlaufen, eventuell. Wenn ich dann denke. Weil hier müssen wir dann eh lang. Dieses Ventil können wir uns auch merken, das brauchen wir später. Hier müssen wir drunter crouchen und auf dem Sofa liegt dann aber auch erst der Spielzeugsoldat, den wir brauchen werden. So, sobald wir den aufgenommen haben, bricht der Dämon hier dann durch und hier hinter ist nämlich auch das Sofa und die Barrikade verschwindet auch und wir können dann einfach da langlaufen. Wir müssen verschwinden. Und hier ist das zweite Ventil, was wir später noch betätigen müssen. So, wenn wir jetzt den Bretterhaufen aktivieren, sobald wir das erste Brett wegschieben, kommt er hier angearscht. Letztes Mal war es echt knapp. Mit etwas Glück schaffen wir es gleich hier runter. Und jetzt sind nämlich auch seine Schritte weg. Und ja. Letztes Mal hatte ich das Glück, als ich noch nicht wusste, wie es abläuft, habe ich nur ein Brett verschoben und er kam gleich an. Hier ist dann so eine Art gewisse Safe Zone, dann stand er da hinten und ist dann hier hingelatscht und ist ein bisschen verbuggt. Zumindest glaube ich, wenn man schleicht, dass er dann einen nicht verfolgt. Als ich dann da war, habe ich das Medaillon mir geschnappt, das wir jetzt im Inventar haben. Eine kleine Brosche, nicht Medaillon. Ich erinnere mich daran, wie sehr Ellie diese Brosche mochte. So. Okay. Und go. Wenn man weiß, wie es abläuft, ist es eigentlich gar nicht mehr so schlimm. Es wäre natürlich bloß mega ärgerlich, wenn das Spiel dann zum dritten Mal abschmiert und den ganzen Rechner zum Neustart zwingt. Und aber auch so völlig random, also bei einer Videosequenz dann quasi. Wieso rennt denn der jetzt auf immer wieder los? Oh Mann, wo ist er denn jetzt wieder? Das ist immer so das Kritische, dass man nicht genau mitkriegt, wo er ist.
Er steht. So, da ist das erste Ventil. Hier gleich das zweite und da ganz hinten müssen wir halt hin. Er steht ziemlich lange. Warum bewegt er sich nicht wieder? Das hatte ich bisher noch nicht. Ich meine, dass er mal zwischendurch kurz stehen bleibt, ja. Aber dass er sich gar nicht mehr bewegt so lange. Vor allem, wo ist er? Ach, da steht er. Oder? Ja. Ich hätte gesagt, da ist er. Okay, wir müssen uns jetzt den Ball schnappen. Wir haben jetzt quasi, da hinten, wo der Ball ist, sind zwei Rohre gegenüberliegend, wo Gas ausgetreten ist. Dadurch kamen wir halt nicht an den Ball ran. Durch das Abdrehen kommen wir jetzt an den Ball. Und dann müssen wir alles wieder in den Ritualkreis legen. Okay, das hatte ich bisher noch gar nicht. Und sobald es im Ritualkreis ist, muss er quasi diesen anderen Kreis mit den Kerzen betreten und dann ist er gefangen. Timmy konnte sich nicht von diesem Ball trennen. Gut, das kennen wir schon. Problem ist jetzt so ein bisschen die Position, wo er festgebackt ist, oder whatever. Weil er uns ja dann definitiv sehen wird, wenn wir den anderen Kreis da betreten wollen. Hallo. Hallo? Hab ich mich jetzt wieder erschrocken? Nicht ernsthaft jetzt, ne? Nach zwei Abstürzen? Sowas? Dass du jetzt festklemmt? Leck mich doch. Na,
Nee, von der Seite ist mir auch zu gefährlich. Ich habe so ein bisschen Angst, wenn ich zu nah an die rangehe, dass er uns dann doch erwischt. Er hat uns ja getriggert, sonst würde er nicht schreien. Oder wir haben ihn getriggert, so rum. Er muss da bloß da rauskommen jetzt. Nicht dein fucking Ernst, ey. Und sobald wir ihn anrennen, werden wir wahrscheinlich sterben. Die Haare sind echt cool gemacht, ey. Ja, diese Babykörper da, diese Puppenkörper. Okay, ich würde schon sagen, man sieht die Augen vielleicht. Nein. Ja, keine Ahnung, was wir jetzt noch machen können. Ich kann jetzt mal von der Seite vorbeilaufen. Hier kann ich ja nichts machen, ne? Das ist natürlich nice, ey. Das ist natürlich echt nice. Hi. Also er steckt fest. Ja, ich würde einfach sagen. Da ich jetzt eh nichts dran ändern kann und er definitiv nicht rauskommt, hallo. Wow. Na klar. So, da ich so ein bisschen Bammel habe, dass das Spiel mir wieder abschmiert, würde ich das jetzt einfach nochmal als Extra-Folge nehmen. Damit wir das Vieh jetzt auch mal von nah gesehen haben, ist das natürlich jetzt so fucking ärgerlich. Im Prinzip habe ich es jetzt dreimal geschafft und bin dreimal nicht zum Ende gekommen. Das hatte ich aber auch noch nie, dass der hier feststecken bleibt. Gut, dann probieren wir es einfach in der nächsten Folge. Nochmal, Spitze, bedanke mich. Bis denn.